Hey und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Wursten. Wir sind endlich in Dur angekommen und haben die Story so weit durchgespielt, wie es geht im Moment. Und das wird jetzt ein vollkommener Hauseinrichtungspart. Das geht nicht anders. Wir haben diese kleine Bude hier. Aber so ein quadratisches, geiles Eigenheim. Ich habe das Spiel jetzt komplett mal neu gestartet und hoffe, dass wir das jetzt irgendwie nochmal hinkriegen hier. Den Raum so zu erweitern. Ja, es fängt schon gut an. Also das ist ja komplett in der Alpha, das heißt, wir müssen erstmal gucken, ob das überhaupt geht. Und ich habe überlegt, wir können ja hier schon mal ein bisschen Raumtrennung einfügen, ne? Dass wir mal schauen. Dass wir hier hinten irgendwie so ein Schlafzimmer oder so mit einrichten. So eine Toilette wäre eigentlich auch mal geil, ne? Das ist nur für die Haustür, oder? Anscheinend. Dann gibt es noch keine Türen, glaube ich. Oh, ein Kamin. Ja, Hammer. Gibt es hier auch einen Marmorkamin? Natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? So. Jetzt haben wir den edlen Boden. Ich würde den Boden irgendwie gern in was Geiles ändern. Ey, komm. Wir verschwenden jetzt richtig unser Geld. Ist kein Problem. Wir können es ja jederzeit Neues craften hier. So. Wenn ich jetzt die Wände da noch zumindest geändert bekomme, dann bin ich zufrieden. Aber das Spiel möchte wohl nicht. Ja. Was haben wir denn hier? Wir haben hier schon die ganzen Möbel. So, wir bestätigen mal kurz. Da können wir wahrscheinlich irgendwas einpacken. Die Türen 45 Grad geöffnet oder was soll das heißen? Ist auch echt super. Ja, also wir haben ja hier, also eben hätten wir hier auch Fenster einfügen können. Okay, was machen wir jetzt? Eigentlich möchte ich ja einfach eine Wand haben, ne? Gut, also man merkt, dass das hier einfach noch nicht geht, leider. Schade, schade. Holzwand. Coming soon. Okay. Gucken wir noch mal. Das ist jetzt einfach nur erweitert von eben, oder? Nehme ich mal an. Warte mal, aber hier fehlt. Nee, warte mal. Hier haben wir schon mal die weiße Marmorwand. Leute, ich möchte doch nur die Wand hier einfügen. Wirklich, das. Okay. Dann nicht. Liebe Entwickler, bitte. Ich möchte diese Wand da ändern. Bitte. Ja, dann bauen wir mal. Wir können hier die schwarzen Fenster einfügen. Nein, jetzt. Oh Gott, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein. So. Okay, ein Ding habe ich schon mal hingekriegt. Komm, das könnt ihr mir nicht erzählen, Jes. Irgendwas kann man da doch platzieren. Das sieht hässlich aus. Vielleicht von der Seite? Nee, auch nicht. Gut, da müssen wir erstmal mit hässlichen Wänden leben. Das ist leider so.
Dann schauen wir mal hier. Wir können jetzt so ein richtig geiles Bett hier erstmal hinstellen. So. Ich glaube, nur drehen können wir das nicht. Ich stelle es auch erstmal so in die Ecke. Eigentlich bin ich ja ein allein wohnender Mensch, ne? Aber so ein Doppelbett ist halt viel schöner. Boah, ich hab's gedreht gekriegt. Was habe ich gemacht? Gottes Willen, ey. Boah. Nein! Oh, vielleicht kriege ich die Wände auch so gedreht. Ich muss da noch mal gucken. So, wir bauen erstmal das Bett hier hin. Das ist voll günstig alles im Vergleich, ne? So. Ich habe nämlich irgendwie mit Rechtsklick was gemacht. Mal schauen. Oh, Leute, Leute. Oh mein Gott. Boah. Ich hab's hingekriegt. Ich hab's hingekriegt. Fett bestätigen. So. Unsere fette Luxusbude. Machen wir hier noch eine Wand hin? Ja, ne, warum nicht? Und hier auch. Bestätigen. Ich würde ja gerne eine Tür hier hinbauen. Warte mal, ich will jetzt mal testen. Ja, warte, ich bestätige mal so, wie es ist. Wenn ich jetzt hier eine Wand hinbaue. Nee, das geht nicht, schade. Aber wir haben schon mal ein Bett, ja? So. Gibt es denn hier Abstellmöglichkeiten? Ein Käfig. So. Damit wir hier der SM-Keller sind und so. Oh, ein Teppich. Cool. Also schick ist jetzt was anderes, ne? Teppichwalze. Ein Stuhl. Eine Kupferstatue. Das hat jeder bei sich. Oh, es gibt sogar eine Couch. Ey, das ist ja mal geil. Nee, die Kupferstatue wollte ich jetzt nicht haben. Wo? Nee, da ist die hässlich. Vielleicht hier so in die Ecke. Stellen wir hier mal eine Couch hin. Das hat jeder da stehen. Oh, die ist auch weiß. Das ist ja cool. Gut, dann möchte ich das anders machen. Ich möchte das einmal so machen. Ach, komm schon. Und hier eins hinstellen. Okay, das sieht, das wird schon wieder nichts. Ich sehe das schon. Okay, wie machen wir das jetzt? Vielleicht hier eine hin. Und hier unter dem Licht. Ja. Gibt es jetzt hier noch Doppeldecker-Couch? Was ist das denn? Lol. Dann können die ja voll drin pennen und sowas, ey. Das ist ja mal geil. Eine Marmorsäule, ey, wie edel. Ein Zaun. Truhen. Truhen sind auch nicht schlecht, ne? Marmortruhe. Jetzt werden wir aber echt teuer hier, ne? Warte mal, die Holztruhe, die packen wir mal hier vor. Wie in jedem guten Mittelalterspiel. Digga. Hä, willst du mich verarschen? Eben hast du das nicht angenommen. So, ich würde das hier gern verschieben. Scheiße, abbrechen. Okay, die Truhe ist da jetzt leider für immer. Ach, gucke mal, hier haben wir so kleine Tischchen. Gut, die sind jetzt leider echt hässlich, ne? Holzbox. Der Thron. Hammer. Bücherregale. Eiserne Jungfrau. Auf jeden Fall. Bücherschränke, geil. Die müssen hier in das Wohnzimmer. So.
Warte mal, dann hier noch so eins hin. Ja, wobei, mal abbrechen. Hier, der steht schon. Stellen wir den mal hier so hin. Gottes Willen, ey. Nee, das sieht doof aus mit dem Teil. Also das Teil an sich sieht wirklich geil aus, aber man kann das einfach nicht schön hinstellen. Wir könnten den Bücherschrank aber vielleicht hier irgendwie hinstellen. Dass der dann da... Oh Gottes Willen, jetzt mach doch mal, ey. Diese Steuerung von diesem Einrichtungsgedöns hier ist ein bisschen besonders. Oh, eine Balliste, ey. Wir stellen uns hier eine Balliste rein. Das ist auch eine gute Idee. Großes Bücherregal. Holzscheite. Für den Kamin, warum nicht? Wir haben zwar keinen Kamin, aber hey. So, jetzt, ich werde mal die Holzboxen vielleicht nehmen. Und das wären dann so unsere Nachtschränkchen. Gefäß. Hat man alles. Oh, wir haben auch einen normalen Thron, ey. Das ist ja cool. Der muss jetzt hier hin. Das geht nicht anders. Nein, das sieht doof aus. Nein, jetzt habe ich das gar nicht gespeichert. Oh, ich bin so ein Depp, ne? Okay, warte, ich werde die Holzbox nochmal schnell hier hinstellen. Überhaupt nicht Zeitverschwendung oder so. Nein. Und auch keine Geldverschwendung. Oh nein, jetzt muss ich alles nochmal neu hinstellen. Nein. Ach ja, so ein Tisch, ne? Okay, Moment. Ich muss jetzt erstmal das andere wiederfinden. So, warte mal. Die Bücherregale stehen noch, ne? Perfekt. Oh, eine Teppichrolle ist auch nicht verkehrt. Stimmt, wir haben ja noch Teppiche, die wir verlegen könnten. Oh, das sind ja Edelschränke, ne? Warte mal. Ach so, ich habe ja diesen... Das Ding habe ich hier platziert. Cool. Diese Steuerung. Ja, das sind jetzt so Bücherregal-Ablagerung-Dings. Warum auch nicht? Schade. Okay. Wir könnten hier vielleicht noch einen Thron mit hinstellen. Aber warum hätte man da einen Thron stehen, ist jetzt die nächste Frage. Aber ich finde so einen kleinen Essenstisch ehrlich gesagt nicht schlecht. Und so einen Couchtisch auch. Also schön ist jetzt natürlich was anderes, aber das ist ja alles in der Alpha. So, wir bestätigen mal kurz. Kann man das hier abstellen? Oh, geil. Jetzt geht's los hier, ey. Luke. Holzbecher. Machen wir mal.
Nee, so eine kleine Holztruhe stellen wir hier mal mit hin, oder? Wobei, wir können eine große auch hier runterstellen. Aber wofür braucht man das eigentlich? Es ist auch egal. So. Ein goldenes Horn. Eine Fontäne. Das wird auch hier da stehen. Porzellangeschirr. Warte mal, der Essenstisch ist ja hier hinten, ne? Aber Stühle haben wir, glaube ich, nicht. Hier, warte mal, ein bisschen drehen, so. Okay, ich würde den hier mal gern umräumen. So. Ja, das ist doch cool. Holzgeschirr. Oh, hier haben wir Stühle. Das ist ja cool. Dann können wir doch Stühle bauen. Ja, also der andere sieht hier ein bisschen edler aus, ne? Nein, der Stuhl muss schon da sein. Wir brechen noch mal ab. Ey, man kann einen Stuhl auf dem Tisch platzieren. Das ist ja mal geil. Ist das super, ey. Ich wollte eigentlich nur so einen schicken Teppich hier auf dem Boden platzieren, liebes Spiel. So, wie komme ich da jetzt hin, das zu platzieren auf dem Boden? Gar nicht, ne? Gott, ey. Aber hier kriege ich das doch bestimmt platziert, oder? Boah, um Himmels Willen, ey. Der sieht ein bisschen schicker aus, ne? Wobei ich glaube, ich den hier gern nehmen würde. Aber dafür muss ich jetzt mal den Kram hier irgendwie mal wieder reinmachen. Den Teppich platzieren und es dann wieder hinstellen. So. Gibt es hier eine Truhe? Ich glaube nicht. Ey, wir verschwenden überhaupt nicht die Zeit damit. Aber das ist jetzt egal. Ihr könnt diesen Part theoretisch auch wegklicken. So. So sieht es eigentlich besser aus, oder? Ja, Mann, ich mach das so. Dann haben wir hier noch so einen Holzbecher. Und dieses andere Teil, das muss ich jetzt nochmal finden. So eine Wasserbehälter wäre auch mal geil, ne? Da, das goldene Horn. Es kommt in die Mitte. Bestätigen. So, jetzt muss ich ja nur nochmal das hier wegmachen. Und den Teppich verlegen. Ach Gott, ey. Wir werden es danach nie wieder umbauen. Ne, wir lassen das so. So, jetzt muss ich den Tisch erstmal finden. Da. Warum kann ich den Tisch jetzt hier nicht platzieren? Jetzt sag nicht, die Stühle waren im Weg. Na, klasse. Doch, die Stühle waren im Weg. Ja, okay. Spiel, ich hab's verstanden. So, dann haben wir hier das Geschirr.
Das wird super, ey. So, und die Stühle. Dann können wir unseren Charakter gleich ins Haus stellen und glücklich sein. So, jetzt haben wir auch einen fucking Teppich dort. Und unterm Bett hätte ich jetzt auch gern noch einen Teppich. Das funktioniert sogar. Perfekt. So, und schwebt das? Sieht so aus, ne? Überlege, ob wir hier noch irgendwie so einen Teppich so ein bisschen an die Wand lehnen quasi. Das hat man zwar eigentlich nicht, aber egal. So. Flaschen. Geil. Moment. Jetzt kann ich hier endlich auch die Flaschen hinmachen. So eine Holzbank hätten wir aber auch. Aber wir sind ein bisschen edler. Stell hier mal so zwei hin. Ich bestätige das mal, bevor hier wieder irgendwas passiert. Ein Amboss hat auch jeder. So, jetzt möchte ich die Porzellanbecher aber haben. Oh, ist das geil, ey. Fett, oder? So, jetzt können wir noch dekorieren. Ein Ogerkopf. Ein Wandkäfig. Ein Hirschgeweih. Ey, so ein Hirschgeweih ist auch echt klassisch, oder? Ey, es gibt ja einfach fette Gemälde. Über irgendeinen geilen Scheiß. Oh, so schön idyllisch hier, ne? Bisschen grün. Geh halt. Dann haben wir hier noch so ein kleineres. Okay. Hier können wir ja diese zwei großen hinmachen. Wir haben das extravaganteste Haus der Stadt, Leute. Ich sag euch das. Am Essenstisch gibt es dann diese hier. Okay, das ist jetzt etwas klein, ne? Okay. Wir belassen es mal dabei. Jetzt haben wir nämlich noch Pflanzen. Ja, man kann hier fette Bäume platzieren. Wie geil ist das denn? Okay. Sichtschutz von außen. So, damals hatte man keine Vorhänge, da gab es sowas nicht. Boah, ist das cool. Stellen wir hier noch mal so eine Blume hin. Hier so kleine Tischpflanzen. Nee, ne? Palmen. Ich bestätige das erstmal. Es sieht nämlich schon so cool aus hier. Ach ja, das war ja die Beleuchtung. Holy shit, ey. Ja, man hat halt immer Kerzen auf seinem Tisch stehen. Das ist vollkommen normal. Morgen ist das Haus dann abgebrannt und wir können uns absolut nicht erklären, wie das gekommen ist. Und man kann sogar hier so Kerzen. Aber es ist super geil, ey.
bin begeistert. Das Spiel, das hat mich. Jetzt, spätestens jetzt, wo man hier extrem mit Kerzen arbeiten kann, da hat mich das Spiel. Ein Kronleuchter. Für die perfekte Raumbeleuchtung. Ja, so eine Wandlampe ist auch geil, ne? Ja, cool, ey. So. Ey, laufen wir doch mal in unserem Haus hier rum, ey. Ist das super geil. Spielertruhe. Oh, wie schön. Ach, ist das super. Mal die Edelsteine hier reinpacken, ne? Geil. Boah, ist das cool. Wie detailreich das einfach ist, ey. Super geil. Ja, kann ich mich eigentlich auf die Stühle setzen? Nee, sieht nicht so aus. Es ist Premium. Okay. Nein, wir haben keinen ganzen Part damit verschwendet, das einzurichten. So. Ich hätte es gerne erweitert, weil, aber irgendwie geht das ja nicht, keine Ahnung. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mal irgendwelche Fragen habt, was ich nochmal zeigen kann oder so, sagt mal Bescheid. Ist kein Problem. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.